kenne Leute, die sagen, ich habe meinen G3 hier unterm Bett. Millionen G3-Gewehre momentan auf dem Globus, auf den Schlachtfeldern der Welt. Heute sind sie in Syrien, morgen sind sie in Mali und übermorgen sind sie in irgendeinem der Nachbarländer. Wir befürchten, dass sich dieses ganze Szenario jetzt mit dem G36 wiederholt. Diese Waffen, sie sind vorhanden und sie werden eingesetzt, genutzt, um Menschen zu töten. Mexico City. Militärparade zum Unabhängigkeitstag. Das mexikanische Verteidigungsministerium demonstriert Stärke und Schlagkraft. Seine Armee ist hochgerüstet mit moderner Waffentechnologie. Die Maschinenpistole MP5 aus Deutschland. Das deutsche Sturmgewehr G3. Und ein neues Sturmgewehr, das FX-05, das an das G36, das modernste deutsche Sturmgewehr, erinnert. Das G3-Sturmgewehr gehört seit Jahrzehnten zur Standardausrüstung der mexikanischen Streitkräfte. Seit 1979 wird es in Lizenz direkt in Mexiko produziert. Das G36 von Heckler & Koch, die Standardwaffe der Bundeswehr, wurde ab 2002 aus Deutschland nach Mexiko exportiert. Nach den USA und Russland ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur weltweit. Jeder Export unterliegt strengen Regeln. Auch der Export des G36 nach Mexiko musste genehmigt werden. Hier ist an die mexikanische öffentliche Hand, an die mexikanische Regierung geliefert worden mit bestimmten Auflagen. Unter demokratisch legitimierten Regierungen und mit entsprechenden Vereinbarungen muss man sich darauf verlassen können, im Grunde genommen, dass die Vertragspartner auch dafür sorgen, dass Verträge eingehalten werden. Mexiko ein zuverlässiger Vertragspartner? Bewaffnete Konflikte, Polizei- und Militäreinheiten prägen hier den Alltag. Der Menschenrechtler José Rodríguez Gallardo, ein ehemaliger General, zählt heute zu den schärfsten Kritikern. Die mexikanische Armee ist meiner Meinung nach eine der korruptesten Institutionen Mexikos. Die korrupteste. Offiziell zeigt sich die SEDENA, das mexikanische Verteidigungsministerium, von seiner besten Seite. Der ehemalige General sieht es anders. Die Armee ist eine Institution, an die man sich nicht heranwagt. Eine Institution, die nicht transparent ist und die Menschenrechte schlimmer verletzt als jede andere Institution. Die mexikanische Armee beschäftigt sich auch mit Polizeiaufgaben. Also ist es klar, dass mit den Waffen, die sie kauft, Menschenrechte verletzt werden. Das ist belegt und dokumentiert und keiner hat es unter Kontrolle. Mexiko, ein Land im Drogenkrieg. Szenen wie in diesem Nachrichtenbeitrag sind kein Einzelfall. Keine Angst, es passiert nichts, sagt die Lehrerin. Sollen wir etwas singen, fragt die Lehrerin geistesgegenwärtig. Hier bringt man Kinder aus ihrer Schule. Dort hatte sich eine Bande mit Polizisten stundenlang ein Feuergefecht geliefert. Menschenrechtsorganisationen sprechen von staatlicher Willkür, Folter, Tötungen und korrupten Polizisten. Seit 2006 hat der Drogenkrieg über 70.000 Opfer gefordert. Die Polizei ist hochgerüstet, auch mit deutschen Waffen. Das Sturmgewehr G3, die Maschinenpistole MP5 und neuerdings das Sturmgewehr G36. Der Rüstungsgegner Jürgen Gresslin will diese Waffenexporte stoppen. Das G36-Gewehr ist eine der tödlichsten, wenn nicht die tödlichste Kleinwaffe auf dem Weltwaffenmarkt. Sie können auf hunderte von Metern einen Kopfschuss vollziehen. Sie können sagen, ich verstümmle einen Menschen oder ich töte einen Menschen aus 300, 400, 500 Metern Entfernung. Der Hersteller dieser Waffen, die Firma Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar.
Von hier aus wird das G36 nach Mexiko exportiert. Mexiko ist ein ganz absurder Fall einer neuen deutschen Rechtsprechung. Traditionell war es über Jahrzehnte hinweg so, dass man gesagt hat, ein Land darf beliefert werden, sichere Menschenrechtslage oder befreundeter Staat, oder es darf nicht beliefert werden, weil es ein unsicherer Kantonist ist, weil die Menschenrechtslage im Land desaströs ist oder gar Bürgerkriegs- oder kriegsähnliche Zustände herrschen. Mit dieser Rechtsprechung hat die Bundesregierung gebrochen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn bei Frankfurt. Jeder deutsche Rüstungsexport muss von den Behörden genehmigt werden und unterliegt einer sogenannten Endverbleibserklärung. Die Weitergabe an Drittstaaten ist ausgeschlossen. Um das Sturmgewehr G36 nach Mexiko liefern zu können, beantragt Heckler und Koch 2005 eine Exporterlaubnis. Der Drogenkrieg ist damals schon in vollem Gange, aber die Bundesregierung stimmt dem Export zu. Mit Einschränkungen. Die Gewehre dürfen nicht in 4 Bundesstaaten geliefert werden, die als besondere Unruheprovinzen gelten. Wer trägt ab jetzt die Verantwortung? Die Firma? Das mexikanische Verteidigungsministerium? Wenn Mexiko einer europäischen Regierung vorschreiben würde, wir verkaufen euch Öl, aber nicht für militärische Zwecke, das ist doch lächerlich. Der Journalist Wolf-Dieter Vogel hat lange in Mexiko gelebt und verfolgt die Spur des G36. Das macht nirgends, glaube ich, einen Sinn. Auch wenn in Deutschland irgendwas eingekauft wird, ob das jetzt Waffen sind oder ob das Handschuhe sind, und man sagt, man liefert die nach Hessen, aber sie dürfen nicht nach Baden-Württemberg und nicht nach Schleswig-Holstein. Das ist an sich absurd. In Mexiko ist es absolut absurd, wenn man an die Polizei diese Waffen liefert mit dem ernsthaften Glauben, die gehen dann in diese Staaten nicht. Bereits nach den ersten Lieferungen an Mexiko heißt es, das G36 sei auch in die verbotenen Provinzen geliefert worden. Das für den Waffeneinkauf zuständige Verteidigungsministerium Sedena weist die Verantwortung von sich. In all diesen Jahren, in denen Heckler und Koch Mexiko mit Waffen beliefert, wissen wir nichts von Auflagen. Weder seitens der Firma noch seitens der Regierung oder der deutschen Botschaft in Mexiko. Deshalb hat uns das Thema in Mexiko überrascht, weil wir weder offiziell noch inoffiziell darüber Kenntnis haben, dass es Auflagen gibt. In einem offiziellen Schreiben bestätigt das mexikanische Verteidigungsministerium, knapp die Hälfte der aus Deutschland gelieferten G36 Sturmgewehre sind tatsächlich in die verbotenen Provinzen gegangen. In Deutschland will man keine Skandale. Darum geht es. Sie wollen ihre Waffen verkaufen, aber sagen andererseits, wir stellen Bedingungen und wollen die Menschenrechte wahren. Und die Mexikaner antworten, wir achten darauf. Aber Fakt ist, Geschäft ist Geschäft. Hat Mexiko nun die Firma hintergangen? Oder hat der Hersteller illegal in die verbotenen Provinzen geliefert? Die Firma Heckler & Koch beteuert, sich an deutsches Recht zu halten. Im Herbst 2009 hat sich ein Mitarbeiter von Heckler & Koch an mich gewandt. Völlig verzweifelter Mann, hat gesagt, was in diesem Land, in Mexiko, passiert, ist illegal. Was die Firma macht, sei illegal. Und er war beteiligt an dem Deal. Er war einer der 4, die in Mexiko vor Ort ja natürlich dafür gesorgt haben, dass die Waffen überhaupt dorthin gelangten. Und das Ergebnis vieler, vieler Gespräche, auch genauer Recherche, der Betrachtung und Auswertung von Fotodokumenten, auch schriftlichen Dokumenten, ist meine Strafanzeige vom 19. April des Jahres 2010. Im November 2011 kommt es zu Hausdurchsuchungen in Oberndorf. Dokumente und Unterlagen werden beschlagnahmt, Mitarbeiter vernommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart leitet Ermittlungen ein. Dann überraschend. Eine Mitteilung der Geschäftsleitung. Man habe 2 langjährige Mitarbeiter entlassen. Diese hätten eigenmächtig die Lieferungen in die verbotenen Provinzen zu verantworten. Nach meinen Informationen musste jede Reise, die nach Mexiko stattfand, im Zusammenhang mit den G36-Gewehren, also Ausbildungsreise zum Beispiel oder wahrscheinlich auch Verhandlungen mit dem mexikanischen Verteidigungsministerium, das musste alles von oberster Ebene abgezeichnet werden.
Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass diese beiden Personen jetzt die gesamte Verantwortung für einen illegalen Deal tragen sollen. Also das scheint mir doch sehr mehr als fragwürdig. Dieses Bildmaterial zeigt Polizisten und Armeeangehörige in Mexiko während der Einweisung am G36. Mitarbeiter von Heckler und Koch haben diese Fotos gemacht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart befindet sich jetzt nach zwei Hausdurchsuchungen im Besitz der Abrechnungen, der Hotelrechnungen, der Flüge in verbotene Provinzen. Und die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Aussage sehr genau protokolliert eines Mitarbeiters, der sagt, diese illegalen Exporte erfolgten mit Wissen der Firma. Es liegen mir auch Dokumente vor, dass Heckler & Koch Mitarbeiter dort tätig waren. Unter anderem ein Dokument des Dankes der Polizei von Mexiko in Jalisco, einer der vier verbotenen Provinzen. Und die besagen ganz eindeutig, Heckler & Koch Mitarbeiter haben uns Polizisten ausgebildet am G36. Aber die Waffen dürften ja gar nicht da sein. Ein Dankesschreiben an einen Mitarbeiter von Heckler & Koch für eine Schulung am G36 in der Unruheprovinz Jalisco. Wie so häufig in Mexiko, aber auch in Deutschland sind die Daten nicht sehr klar. Mexiko bestätigt, dass es ungefähr 10.000 Waffen erhalten hat, aber die deutsche Regierung hat nur 8.800 zur Ausfuhr genehmigt. Es gibt eine Informationslücke. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Tatsächlich bestätigt Mexiko den Eingang von 9.652 G36 Sturmgewehren. 942 mehr als in Deutschland genehmigt. Eine Anfrage an Heckler & Koch hierzu bleibt unbeantwortet. Im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero sieht es auf den ersten Blick nach ganz normalem Alltag aus. In Wirklichkeit ist hier ein Zentrum des mexikanischen Drogenkriegs. Normalen Alltag gibt es nicht. In der Hauptstadt Chilpancingo kämpft der Rechtsanwalt Vidulfo Rosales mit einer Gruppe von Gleichgesinnten gegen die Gewalt in der Region. Die Unsicherheit hier im Land hat dazu geführt, dass sich verschiedene Gruppen zu einer Bürgerpolizei zusammengeschlossen haben. Und die Armee bekämpft diese Gruppen. Aber für die Gewalt hier ist die Regierung, der Staat verantwortlich und auch alle Institutionen. Es scheint sogar eine Art Komplizenschaft zwischen der Polizei und den Kriminellen zu geben. Anstatt den Wunsch der Bürgerpolizei nach mehr Sicherheit zu respektieren, geht die Regierung allerdings gegen sie vor, verfolgt ausgerechnet diese Leute. Und die Bundespolizei beispielsweise benutzt Waffen, die eigentlich für den Krieg gedacht sind, in solchen sozialen und politischen Konflikten. Einen neuen Höhepunkt haben die Auseinandersetzungen in der Kleinstadt Tixtla erreicht. Hier liefern sie sich tagtäglich Kämpfe. Drogenbarone, korrupte Militärs, Bundespolizei und die Zivilbevölkerung, die sich inzwischen in Bürgerwehren organisiert hat. Ab hier darf nicht gefilmt werden. Hier hat die KRAK, die Bürgerpolizei, das Sagen. Die Mitglieder der KRAK werden entscheiden, ob sie dem Kamerateam aus Europa vertrauen können. Kurz darauf Weiterfahrt mit der KRAK. Die bewaffnete Truppe ist eine Art Selbstverteidigungsgruppe. Eine Gruppe von Bauern, die sich formiert hat, um die Gewalt der Drogenkartelle zu bekämpfen. Unterstützt von großen Teilen der Bevölkerung kontrollieren sie auch weitere Dörfer der Region. Das Patrouillieren durch den Ort, eine Demonstration der Wehrbereitschaft. Die örtliche Polizei musste sich hier bereits zurückziehen.
Nur im bewaffneten Konvoi kann sich die Bürgerpolizei fortbewegen. Die Straßen von Tixtla sind gespenstisch leer. Überall Polizeipräsenz, vermummt, ausgerüstet mit Kampfanzügen und Sturmgewehren. Immer wieder kommt es zu Wortgefechten. Die Situation ist spannungsgeladen, explosiv. Das Hauptquartier der Bürgerpolizei liegt auf einem Hügel über der Stadt. Die Krak entstand aus Verzweiflung und Auflehnung gegen die Willkür der korrupten Polizei und dem ebenso korrupten Militär. Die Mitglieder wollen ihr Hab und Gut und ihr Leben vor den Kriminellen schützen und berufen sich dabei auf die mexikanische Verfassung. Ihre Waffen bauen sich die Angehörigen der Krak selbst, aus Abflussrohren und Auspuffteilen. Jagdflinten sind ihr Mittel zur Selbstverteidigung. Ihre Feinde, Polizei, Armee, Drogenkartelle, verfügen über moderne Sturmgewehre. Wir haben nur einfache Waffen, Jagdgewehre, die auch genehmigt sind. Wir haben keine großkalibrigen Waffen, wie man uns schon vorgeworfen hat. Unsere Waffen und alles, was wir tun, ist gesetzeskonform. Das organisierte Verbrechen, also der Drogenhandel, der hat sich beim Militär eingeschlichen. Wenn wir zum Beispiel ein Gemeindegebiet abstecken, dann erlauben wir solchen Gruppen keinen Zutritt mehr. Im Hintergrund erscheint ein weiteres Krak-Mitglied. Völlig überraschend trägt der Mann ein Sturmgewehr des Typ G36. Es ist der erste Beweis. Das G36 wird in den verbotenen Provinzen eingesetzt. Und noch ein zweites Sturmgewehr wird gebracht. Wieder ist es ein G36. Diese Waffen, die Sie hier sehen, haben wir der Gemeindepolizei abgenommen. G36 mit Seriennummern von Heckler und Koch und deutschen Beschusszeichen. Wie kommen diese Kriegswaffen in die Hände der Bürgerwehr? Kollegen von uns wurden festgenommen. Zwei Koordinatoren und 50 von unseren Bürgerpolizisten. Wir haben daraufhin das Rathaus besetzt. Dann kam die Polizei und hat mit diesen Waffen auf uns gezielt. Wir haben es geschafft, die Beamten zu entwaffnen und ihnen diese Waffen abzunehmen. Polizisten in Guerrero bewaffnet mit G36. In diesem Moment wussten wir gar nicht, dass diese Waffen verboten sind. Heute wissen wir das und wir werden sie auch übergeben. Aber wir wollen, dass die Presse dabei ist. Die Bilder beweisen, deutsche Kriegswaffen sind trotz deutscher Exportbeschränkungen nach Guerrero gelangt. Was bisher nur vermutet wurde, ist nicht mehr abzustreiten. Wir wollen die Waffen nicht. Uns reichen unsere Gewehre. Aber wir wollen, dass unsere Kollegen freigelassen werden. Wenige Tage nach diesem Interview wird Gonzalo Molina, der Anführer der Krak, wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet und in ein Gefängnis in einem anderen Bundesstaat gebracht. Der Vorwurf lautet Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz. Hey. Das hier ist eine Hochschule, die auch als Wohnheim genutzt wird. Hier sind viele Menschen untergebracht.
An dieser Hochschule studieren die zukünftigen Lehrer der Region. Anfang Dezember 2011 demonstrieren sie für bessere Studienbedingungen. Wir haben überlegt, was wir tun könnten und kamen auf die Idee, die Autopista del Sol, die Autobahn nach Acapulco, zu blockieren. Da gab es dann überhaupt keine Verhandlungen mit uns. Um die Blockade aufzugeben, haben wir gefordert, dass der Gouverneur kommt und mit uns spricht, dass er uns zumindest neue Hoffnung gibt. Die Polizei rückt an. Die Polizisten tragen kugelsichere Westen, Helme, Gewehre. Am Anfang ist die Polizei ein bisschen zurückgewichen. Es sah ganz gut aus. Die Studenten wollen verhandeln. Gegen Mittag eskaliert die Situation. Einige halten das Geschehen mit ihren Handykameras fest. Schüsse fallen. Panik bricht aus. Die Studenten werfen Steine. Die Polizei setzt Tränengas ein. Bei Demonstrationen rechnen wir immer damit, dass man uns vielleicht schlagen wird. Aber wir haben nie erwartet, dass die Polizei plötzlich mit Waffen kommt und schießt. Wir haben uns zugerufen, dass sie nur in die Luft schießen. Manche haben gerufen, Hilfe, die schießen auf uns. Andere aber, nein, nein, achtet nicht darauf, die schießen nur in die Luft. Wir sind da geblieben und dann hat es unsere Freunde getroffen. Es gibt kein Entkommen für die Studenten. Der erste Tote. Einer von uns ist zur Polizei gegangen und hat um Hilfe gebeten. Aber die haben nur geantwortet, dass er da abhauen soll, wenn er nicht auch sterben will. Ein weiterer Demonstrant wird von einem Polizeiprojektil tödlich getroffen. Es tut weh zu erleben, dass Menschen, mit denen man viele Momente verbracht hat, nicht mehr da sind. Diese Menschen sind weg und wir werden sie immer vermissen. Nach offiziellen Angaben waren zwischen 150 und 200 Polizisten vor Ort. Davon waren 80 bewaffnet. Normalerweise benutzen die Geheimpolizei und die Staatspolizei G3 und R15 Gewehre. Die Bundespolizei M16, G36 und G3. Bei den Ermittlungen wird von 12 G36 gesprochen, die vor Ort waren. Man hat alle Waffen auf Schmauchspuren untersucht, um festzustellen, aus welchen Waffen tatsächlich geschossen wurde. Und bei vielen der Waffen, die an diesem Tag im Einsatz waren, insgesamt 16, ergab die Schmauchspurenuntersuchung ein positives Ergebnis. Ob die tödlichen Schüsse von einem G36 abgegeben wurden, bleibt unklar. Patronenhülsen und Projektile sind verschwunden. Zurück in Mexiko-Stadt.
Wir wissen, dass die mexikanische Regierung 2003/2004 an einem Lizenzvertrag mit Heckler & Koch interessiert war. Es ging um die Produktion des G36. Nach Angaben des mexikanischen Finanzministeriums wurde 4 Jahre lang Geld auf ein Konto von Heckler & Koch überwiesen für den Kauf einer Lizenz. Die mexikanische Regierung hat für eine Lizenz von Heckler & Koch bezahlt. Auf Anfrage bestätigt das mexikanische Verteidigungsministerium Sedena eine Vereinbarung mit Heckler & Koch. Ebenso Zahlungen nach Deutschland in Höhe von 22,8 Millionen Pesos, umgerechnet ca. 1,2 Millionen Euro. Aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, wurden diese Waffen nie produziert. Aber später wurden Waffen produziert, die zwar mexikanisch sein sollten, aber dem G36 sehr ähneln. Das haben wir. Diese Sturmgewehre sind der Versuch Mexikos, seine eigenen Waffen zu produzieren. Und wir nehmen an, dass deutsche Technologie dahinter steckt. Wird tatsächlich in Mexiko ein dem G36 nachempfundenes Gewehr hergestellt? Dokumente des mexikanischen Verteidigungsministeriums sprechen von einem Technologietransfer. Gab es dafür eine Genehmigung? Die Bundesregierung und Heckler & Koch wollen sich dazu nicht äußern. Die Spur des neuen Schnellfeuergewehres führt ins mexikanische Heeresmuseum. In einer Vitrine sind die Waffen ausgestellt, fast ausschließlich deutscher Herkunft. Pistolen von Heckler & Koch, das Sturmgewehr G3 und die Maschinenpistole MP5 vom gleichen Hersteller. Ganz oben in der Vitrine ein Gewehr, das dem G36 stark ähnelt, aber als mexikanische Eigenentwicklung mit der Typenbezeichnung FX05 ausgewiesen wird. Die Museumsleiterin bezeichnet es als deutsches Patent. Das hier oben ist die neueste Waffe. Es war ein deutsches Patent und ist jetzt das FX05. Hergestellt wird das FX05 in Querétaro, 230 Kilometer nördlich von Mexico City. Im Militärsperrgebiet der Stadt wurde 2006 eine Waffenfabrik eröffnet. In dieser Fabrik wurden nach Expertenschätzungen bisher mindestens 60.000 FX05-Gewehre gebaut. Die Ähnlichkeit des FX05 mit dem deutschen Sturmgewehr G36 unverkennbar. Der Fabrikleiter zeigt auf die Waffentypen aus Belgien, Amerika, Deutschland. Eine Hightech-Waffe vom Typ G36 kann nicht von irgendeiner Firma weltweit nachgebaut werden. Dazu brauchen Sie das Know-how von Technikern, von hochqualifizierten Technikern der Firma Heckler & Koch. Das geht nur mit Hilfe von Heckler & Koch, das geht nur mit dem Know-how von Heckler & Koch, das geht nur mit den Ingenieuren von Heckler & Koch und das geht letztlich nicht ohne den Willen von Heckler & Koch. Eindeutige Belege gibt es dafür nicht. Allerdings werden in Mexiko deutsche Waffen seit Jahrzehnten in Lizenz produziert. Wenn wir die Lizenz haben, warum müssen wir sie dort ständig informieren? Wir zahlen für die Lizenz. Wir sind in unserem Land. Wir haben das Recht, diese Waffen herzustellen. Wir können selbst entscheiden, wohin wir die Waffen liefern.
Gibt es auch eine Lizenz für das FX-05 oder Teile davon? In Deutschland weiß man angeblich von nichts. In der Fabrik von Querétaro geht die Fertigung des FX-05 weiter. Wie es dazu kam, bleibt ein Rätsel. Die Fertigungstechnik in Querétaro stammt zum Teil aus Deutschland. Die Fabrik wurde 2006 mit Hilfe der Firma Fritz Werner für das mexikanische Verteidigungsministerium gebaut. Fritz Werner, mit Sitz in dem idyllischen Weinanbaugebiet im hessischen Geisenheim, baut unter anderem Fabriken in Ländern, in die Waffenlieferungen wegen Menschenrechtsverletzungen umstritten sind. Die Firma gehört heute zu Ferrostal. Der Berliner Konfliktforscher Roman Deckert verfolgt die Spur Fritz Werner seit vielen Jahren. Fritz Werner hatte die Herstellung der Munition revolutioniert. Die Industrialisierung des Krieges wurde durch diese Erfindung überhaupt erst möglich. Fritz Werner, ein Instrument des Kalten Krieges. Offiziell haben sich die Bundesregierungen immer herausgehalten. Die Praxis war eine andere. Der langjährige Generaldirektor von Fritz Werner, Dr. Rudolf Meyer, seit den 50er Jahren bis in die 70er Jahre, die dominante Figur bei Fritz Werner, hat selber einmal in einem Memorandum geschrieben, dass Fritz Werner die Heimatadresse für Militärs aus der gesamten Dritten Welt ist. Denn viele, viele Militärs in diesen Ländern wurden bei Fritz Werner ausgebildet und haben entsprechend dieses Know-how weitergetragen an heutige Generationen von Rüstungsingenieuren in Ländern, die heute zu den desolatesten dieses Planeten gehören. Burma, Iran, Irak. Die Liste der fragwürdigen Kunden der Firma Fritz Werner ist lang. Man muss sich dabei immer in Erinnerung rufen, dass Fritz Werner, ein der Öffentlichkeit weitgehend unbekanntes Unternehmen, tatsächlich im Bundesbesitz war, dabei Verluste schrieb, die unsere Eltern oder Großeltern mit ihren Steuergeldern kompensiert haben. Das heißt, die bundesdeutsche Bevölkerung hat selber, ohne es größtenteils zu wissen, diese Verbreitung von Gewaltmitteln in der gesamten Welt subventioniert. Munitions- und Waffenfabriken für Staaten, in die nicht geliefert werden darf. Im Klartext heißt dies, hier hat man ein tolles Schlupfloch gefunden, um gegenüber der eigenen Öffentlichkeit behaupten zu können, wir exportieren keine Waffen, keine Munition. Und dabei stillschweigend es unterlässt zu sagen, dass man statt Waffen zu liefern und Munition gleich ganze Waffen- und Munitionsfabriken liefert. Durch dieses Schlupfloch finden deutsche Waffen ihren Weg rund um den Globus. Die Spur der Firma Fritz Werner führt nach Kolumbien, das Land mit dem längsten Bürgerkrieg der Welt. Die Recherche beginnt in der Hauptstadt Bogotá. Auch hier gibt es eine von Fritz Werner gebaute Fabrik. Okay, das ist die Fabrik von Indumil. Davon ist ein Warnhinweis, Waffenfabrik. Hinter den Bäumen. Hinter den Bäumen, jetzt kommt die Fabrik. Der deutsche Menschenrechtler Ralf Willinger fährt in Begleitung eines kolumbianischen Journalisten nach Soacha, einem Vorort der 8-Millionen-Stadt. Wir gehen jetzt rein und fragen, ob sie uns erlauben, dort zu filmen. Mal sehen, ob sie uns das erlauben. Sonst werden wir ihnen verdächtig vorkommen. Buena jefe. ¿Cómo estás? Oye, ¿esto era Indumil antiguamente? No, señor, esto es Indumil.
Also wir wissen, dass diese Fabrik mit Hilfe von deutschen Firmen gebaut wurde und dass da entsprechend auch Waffen deutschen Fabrikats hergestellt worden sind, die dann zum kolumbianischen Militär gegangen sind und von da aus mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch zu beispielsweise den paramilitärischen Gruppen, die mit dem Militär zusammengearbeitet haben. Hinter den hohen Mauern steht die von Fritz Werner 1956 gebaute Waffenfabrik. Die Violencia, der kolumbianische Bürgerkrieg, war zu der Zeit in vollem Gange. Sie sagen, das hier ist Militärsperrgebiet. Darum ist es verboten zu filmen. Das Gelände wird natürlich auch vom Militärgeheimdienst überwacht. Der Name der Fabrik ist Fagecor. Fabrica General Córdoba. Das ist die Indomil. Was ist Indomil? Ein Blick auf die Website des staatlichen Rüstungskonzerns Industria Militar. Die Indomil ist ein staatliches Unternehmen, die einzige Firma, die Waffen herstellen, vertreiben oder auch Lizenzen dafür kaufen kann. Und auch für die Einfuhrbescheinigungen von Importwaffen ist sie zuständig. Sie verantwortet die Modernisierung der Ausrüstungen von Militär und Polizei und ist immer mehr gewachsen, je intensiver der Konflikt wurde. Die ständige Hochrüstung mit kleinen Waffen hat zu einer Eskalation der Gewalt geführt. Der Bürgerkrieg hat seit 1948 hunderttausende Menschen das Leben gekostet. Hier schießt seit Jahrzehnten jeder gegen jeden. Militär, Polizei, Rebellen, Drogenkartelle. Unter anderem mit deutschen Sturmgewehren und Maschinenpistolen. Der Journalist Juan Pablo Morris berichtet im Fernsehen kritisch über den Drogenkrieg und das Unrecht im Staat. Mit seinen Reportagen setzt er sein Leben aufs Spiel. Er wird von Personenschützern bewacht, muss im gepanzerten Wagen gefahren werden. In Kolumbien ist der Staat Teil der Gewalt. Wie der staatliche Rüstungskonzern Indomil die Waffen ins Land bringt, ist kaum bekannt. Kolumbien werden schlimmste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die kolumbianischen Sicherheitsbehörden können deshalb faktisch keine Kleinwaffen in Europa kaufen, aufgrund der strengen Statuten der Europäischen Union. Dies gilt schon seit den 80er, 90er Jahren und natürlich heute immer noch. Auch auf dem internationalen Markt tut sich Kolumbien schwer, Waffen zu kaufen. Die Pistolen der kolumbianischen Behörden wurden bislang in der Tschechischen Republik gekauft. Doch weil diese Geschäfte streng reguliert waren, wurden sie letztes Jahr eingestellt, als die Kolumbianer eine Fertigungslizenz in den USA kaufen konnten. Die neue Fertigungslinie auf der Homepage von Indomil. In der Fabrik, gebaut von Fritz Werner, wird nun eine neue Generation von Kleinwaffen hergestellt. Die Walter PP wurde zur Standardwaffe der kolumbianischen Streitkräfte und der Polizeibehörden. Sie wird in Lizenz hergestellt und diese kommt, nach meinen Informationen, aus den USA, von einer Tochterfirma von Walter. Auf der Website der Indomil wird die Walter P22, eine halbautomatische Handfeuerwaffe, zum Kauf angeboten. Gleichzeitig wird dieses Modell im Showroom der Indomil als Eigenproduktion angepriesen. Eine weitere Entdeckung. Auf der Website eines offiziellen Indomil-Waffenhändlers wird die Walter P99 als Importwaffe beworben. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bestätigt auf Anfrage, Pistolen des Modells Walter P99 unterfallen Teil 1a der Ausfuhrliste der Bundesregierung und dürfen nur mit Genehmigung nach Kolumbien exportiert werden. Mehrere Waffenkäufer zeigen im Internet, wie sie Pistolen des Typ Walter P99 auspacken. Eindeutig markiert: Eingangsstempel der Indomil, Beschusszeichen aus Deutschland und Made in Germany in den Handgriff graviert. Die
Die Firma Walter wollte dazu offiziell keine Stellungnahme abgeben. Nach Angaben des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wurde kein Antrag für den Export der Walter P99 oder einer Lizenzproduktion nach Kolumbien genehmigt. Trotzdem sind die Waffen dort verfügbar. Entweder erfolgte die Lieferung illegal oder es wurde eine Endverbleibserklärung gebrochen. Inoffiziell heißt es, die deutschen Waffen kommen über die USA nach Kolumbien, ein armes Land mit hoher Kriminalitätsrate und den meisten Entführungen und politischen Morden der Welt. Die ganze Technik, die deutschen Waffen sind sehr gut konstruiert. Nicht nur die Gewehre, sondern auch die Maschinengewehre. Man weiß einfach, wenn man eine deutsche Waffe in der Hand hat, ist man auf der sicheren Seite. In der Fabrik von Indumil. Ein ganzes Arsenal an kleinen Waffen für den Export. Wir haben auch einige Systeme selber entwickelt, vor allem im Bereich der Kleinwaffen. Da sind wir jetzt eines der wenigen Länder, die eine eigene Industrie vorzuweisen hat, die Waffen exportiert. Das ist sehr gut für uns selbst und auch für den Export. In der Fabrik, die von der ehemals bundeseigenen Firma Fritz Werner gebaut und an Indumil übergeben wurde, ist hier eine eigenständige Kleinwaffenindustrie entstanden. Wo wir sagen als Menschenrechtsorganisation, also diese Lizenzen, diese Lizenzvergaben und diese Fabriken, Waffenfabriken in Ländern wie Kolumbien, Saudi-Arabien oder Burma, das geht wirklich überhaupt nicht. Also das muss man wirklich sofort stoppen. Und es ist völlig klar, dass damit Deutschland auch verantwortlich ist für Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern. Die kolumbianischen Streitkräfte haben viele schreckliche Gräueltaten begangen. Ganz besonders in den Jahren zwischen 2003 und 2006. In dieser Zeit hat die Armee eine große Zahl von Morden zu verantworten. Und man muss sagen, dass alle Akteure, also sowohl Militär als auch Guerilla, als auch Paramilitärs oder kriminelle Banden, Kinder missbrauchen. Also entweder Kinder richtig rekrutieren, auch mit Uniform, und ihnen Waffen geben. Diana Turbay, ein Stadtteil von Bogotá. Hier leben viele Flüchtlinge, die sich vor dem Bürgerkrieg in die Stadt retten konnten. Oft Opfer und Täter auf engstem Raum. Nach einem Anschlag sitzt der ehemalige Guerillakämpfer Sabas Duque im Rollstuhl. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der Gewalt zur Tagesordnung gehörte. Irgendwie wurde das etwas Normales für mich. Und ich habe davon geträumt, eine Waffe zu besitzen, um mich eines Tages mächtig und stark zu fühlen. Die FARC, eine linksgerichtete Guerilla-Organisation. Mit Werbevideos wie diesem werden Kinder und Jugendliche angelockt. Sabas Duque schloss sich mit 14 den Rebellen an. Wir haben zu der ländlichen Miliz gehört und so hat man uns die Kontrolle über ein ganzes Gebiet gegeben, wo wir für Ordnung sorgen sollten. Stellen Sie sich das mal vor, so junge Kerle bewaffnet und mit so einer Macht zu kontrollieren und zu entscheiden. Krieger der FARC. Kaum älter als Sabas Duque damals, bekämpfen Staat und Drogenkartelle. Aber auch Entführungen und Morde gehen auf das Konto der FARC. Sabas Duque war zuständig für den Waffenschmuggel. Wenn man in den Krieg zieht, dann geht es ums Töten. Auf den Hügeln über Bogotá liegt das Kinderschutzprojekt Ben Posta. Ein Zufluchtsort für Kinder und Jugendliche, die auf Todeslisten stehen. Die Kinder, die ältesten 18, die jüngsten 8, waren bei Guerilla-Organisationen, bei Paramilitärs im Drogenkrieg. Ihre Familien werden bedroht. Sie selbst würden außerhalb von Ben Posta nicht überleben. Niños y niñas.
Wir haben hier Jungen und Mädchen, die an Kämpfen teilgenommen haben, die getötet haben, die verschiedene Arbeiten für das Paramilitär geleistet haben. Alles. Aber für uns sind und bleiben diese Kinder Opfer, denn sie sind nicht verantwortlich für das, was sie getan haben. Es gab Befehle, die sie befolgen mussten. Das Projekt wird von Hilfsorganisationen finanziert, auch von Terre des Hommes. Ralf Williger kennt die Berichte von ehemaligen Kindersoldaten, Aussteigern, die sich an ein Leben ohne Waffen erst gewöhnen müssen. Hola, Ralf ist mein Name? Nicolas. Also es gibt auch Kinder, die sagen, die Waffe ist wie eine Mutter für sie. Ne? Sie ist immer bei ihnen und passt auf sie auf. Also das sind so ganz typische Zitate von Kindersoldaten und Kindersoldatinnen. Wenn sie mitbekommen, wie Freunde, Kameraden sterben, wie auch Zivilisten sterben bei Überfällen möglicherweise, sie möglicherweise auch selber Menschen töten müssen. Es müssen nicht alle, aber es gibt natürlich Kinder, die das auch müssen, die dazu gezwungen werden. Sind das natürlich erstmal Erlebnisse, die Kinder nicht vergessen, die sie auch erstmal nicht verarbeiten können. Ja. Ralf, me llamo. Yo trabajo con una organización. Tenía 14 años. Ich war 14 Jahre alt, als man mich entführte. Man hat mir kaum etwas zu essen gegeben und mich in ein Haus gebracht, wo wir uns an die Situation gewöhnen sollten. Die Entführer haben uns kein Geld gegeben, sondern sie haben uns dazu gezwungen, mit diesen Männern Sex zu haben. Ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit bis dahin. Aber dann haben sie mir alles genommen. Jetzt habe ich keine schöne Erinnerung mehr an meine Kindheit. Die haben mir meine Kindheit geraubt. Dieser Junge ist mit 13 zur FARC gegangen. Nach so einem Mord, in dem Moment, in dem es passiert, ist es einem egal. Danach aber, wenn man darüber nachdenkt, dann schämt man sich dafür, fragt sich, warum man es getan hat. Man wünscht sich, das alles ungeschehen zu machen. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Nach einem Mord kann man sich die Hände nicht mehr reinwaschen. Das zeichnet einen für das ganze Leben. Die FARC und andere Guerillagruppen sind nur ein Teil des kolumbianischen Bürgerkriegs. Sie alle setzen Kleinwaffen ein. Sie werden Kleinwaffen genannt, weil sie leicht und handlich sind, auch in den Händen von Kindern. Kleinwaffen sind die Massenvernichtungsmittel der heutigen Zeit, sagen Menschenrechtsorganisationen. Leidtragend ist immer die Zivilbevölkerung. Die Verfügbarkeit von Waffen macht Kolumbien bis heute zu einer der gefährlichsten Regionen der Welt. Was sind Exportkontrollen wert, wenn sie so leicht umgangen werden können? Hier wie in vielen anderen Krisenregionen weltweit. Der Konfliktforscher Roman Deckert berichtet über seine Erfahrungen im Sudan. Menschen waren im Sudan. Ich selber bin auf das Thema Fritz Werner gekommen, als mir im Sudan ein Sudanese einmal sagte, das Beste, was die Deutschen für den Sudan getan haben, ist die Munitionsfabrik von Schedjera aufzubauen. Der Sudan ist eines der Länder mit den schlimmsten Menschenrechtsverletzungen auf dem afrikanischen Kontinent. Nach fast 50 Jahren Krieg spaltete sich der Südsudan vom Sudan ab und wurde 2011 von den Vereinten Nationen als unabhängiger Staat anerkannt. Südsudan, das jüngste Land der Welt. Ich war in der damaligen Garnisonsstadt Juba, die eingekesselt war von Rebellen, und habe dort das Elend gesehen, die Kinder mit den dicken Bäuchen und den Fliegen in den Augen. Und das war für mich eine einschneidende Zäsur, in Verbindung mit der Erkenntnis, dass der Krieg im Sudan, im Südsudan, hauptsächlich mit deutschen Kleinwaffen geführt worden war. Ein Polizeidirektor aus Niedersachsen, Klaus-Dieter Tietz, leitet die UN-Polizeimission im Südsudan. Deutsche Kleinwaffen,
Im Südsudan sind sie in riesigen Mengen vorhanden. Über die Jahre, wo es den Krieg gegeben hat, 50 Jahre, da gab es einen Feind, der hieß Nordsudan. Der hat auch den Südsudan zu einem gewissen Maße geeint. Als dieser Feind durch diesen Frieden, der relativ stabil war, weggefallen ist, insbesondere nach der Unabhängigkeit, nachdem klar war, wir haben es erreicht, wir sind ein eigener, der 193. Staat in der UN, da habe ich geglaubt, dieser Staat wird sich positiv entwickeln. Aber leider hat sich das ganz anders dargestellt. Da sind plötzlich diese alten Rivalitäten, der zwischen den einzelnen Stämmen bestanden hat, aufgebrochen. Tausende Stammesangehörige der Murle greifen den verfeindeten Stamm der Lunuer an. Sie töten 700 Frauen und Kinder und brennen ganze Dörfer nieder. Klaus-Dieter Tietz trifft in der Krisenregion Jonglei ein. Die Lunuer haben Rache genommen. 10.000 Kämpfer haben die Murle angegriffen. 3.000 Menschen binnen weniger Tage getötet. Ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Polizeidirektor Tietz inspiziert ein niedergebranntes Dorf und sammelt Beweise. Und da war es halt so wichtig, dass wir die Fakten sichern. Also das, was wir auch als Polizeibeamte gelernt haben zu tun, kriminalpolizeiliche Ermittlungen zu machen. Wo sind die Toten? Wie sieht der Tatort aus? Was sagen Zeugen dazu? Sonst kommt irgendeiner her und sagt, das ist alles Propaganda gewesen, hat es nie Tote gegeben und Ähnliches. Und deswegen war es so wichtig, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Ein Augenzeuge berichtet, die Dorfbewohner seien von hier geflüchtet und in den Busch gerannt. Dort seien sie entdeckt worden. Circa 20 Kilometer von hier entfernt werde die Polizei die Toten finden. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ist unser Force Commander einmal mit dem Vizepräsidenten rausgeflogen. Als er zurückkam von diesem Treffen mit den Lunuer, die ja die Angreifer waren, kam er zurück und sagte, also eins weiß ich, die verfügen zum Teil über sehr moderne Waffen. Fakt ist, sie sind vorhanden und sie werden eingesetzt, genutzt, um Menschen zu töten. Doch wie will man im Südsudan etwas über Waffenbestände oder gar die Herkunft der Waffen herausfinden? Allein die Suche nach Beweisen nach dem Massaker in Jonglei gleicht einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ergebnis der Ermittlungen? Munition des Kalibers 7,62, der Standardmunition eines G3-Gewehrs oder der Kalaschnikow. Das Opfer wurde auf der Flucht in den Rücken getroffen. Was man ziemlich genau sieht, ist, dass die Munition noch nicht so sehr lange hier liegen kann. Aber alle Spuren, die von der Waffe entstehen, ne? Die an der Waffe entstehen, wenn sie abgefeuert wird, und die an der Munition entstehen, sieht man hier drauf noch. Ne? Die Spurensuche endet hier. Denn die UN hat kein Ermittlungsmandat. Es geht nur darum, Beweise zu sammeln. Warum haben sie denn die Waffen? Solange der Staat nicht deutlich macht, so wie das bei uns üblich ist, wir Polizei haben das Gewaltmonopol und wir schützen in Deutschland zum Beispiel euch. Dafür tragen wir als Polizei eine Waffe und der Bürger braucht das nicht, sondern wir tun dies als Polizei. Dieses Vertrauen, dieses Verständnis existiert einfach nicht. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man dort ein Stückchen weitermacht. Die Menschen müssen einfach Vertrauen haben und auch wissen, wenn zum Beispiel Aggressoren kommen, dass sie dann auch nachhaltig abgewehrt werden, dass meine Familie geschützt wird, dass ich eben nicht meine eigene Waffe brauche. Und ich glaube, das ist ein langer Weg. Zurück in der Hauptstadt Juba. Mitarbeiter des Bonn International Center for Conversion, kurz BIC, sollen helfen, das Problem der kleinen Waffen in den Griff zu bekommen. Das ist eine faszinierende Stadt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich bin erst ein Jahr hier. Vor einem Jahr stand noch nicht einmal die Hälfte der Häuser hier.
Das ist der Wildlife Service, zuständig für den Schutz der Tiere in den Nationalparks und für die Parks an sich. Die Soldaten hier kommen alle aus der Rebellenarmee SPLA. Nach dem Krieg verteilte die neue Regierung viele ihrer Soldaten auf die Polizei, den Wildlife Service und die Gefängnisse. Alles paramilitärische Einheiten, die einfach andere Uniformen tragen. Die Armee war viel zu groß und so konnte man die Streitkräfte auf dem Papier reduzieren. Gleichzeitig sind genug Leute einsatzbereit, die wissen, wie man mit Waffen umgeht und im Notfall an die Front geschickt werden können. Die Grenzen sind fließend. Soldaten des Wildlife trainieren Seite an Seite mit Angehörigen der Infanterie. Sogar die Feuerwehrleute im Südsudan sind bis an die Zähne bewaffnet. Good morning. How are you? Daniel. How are you? Good. How are you? I'm fine. Good to see you. How is it? It's okay. It's okay. We're coming to visit you guys today. That's very good. Ein neues Projekt mitten in der Hauptstadt Juba. Ein für südsudanesische Verhältnisse modernes Waffendepot. Die Mitarbeiter des BIC wollen die Waffenkammer kontrollieren. Hier gibt es Waffen jeder Herkunft, gelagert neben Munition, Sprengstoff, Elfenbein und Tierhäuten. Habt ihr hier auch G3? Da sind doch G3. Da drüben. That's everything about it. Very good. Of course. Das G3 Sturmgewehr, auch hier im Südsudan die zweithäufigste Waffe neben der Kalaschnikow. Eines der größten Probleme der Polizei, der Armee und des Wildlife ist, dass Waffen verschwinden und in die Hände der Zivilbevölkerung gelangen. Wenn man in ein Depot wie dieses kommt und jemand 3, 5 oder sogar 10 Gewehre mitnimmt, würde das am nächsten Morgen hier keinem auffallen. Wenn du aus einem Regal dort hinten 5 Gewehre entwendest, ist es gleich das Erste, was am nächsten Morgen auffällt. Die Waffen fehlen. Das ist schon eine große Verbesserung. Es ist auch sehr wichtig, die Waffen, die man besitzt, in einem Buch aufzulisten. Neben einer riesigen Zahl an Waffen, Munition, Sprengstoff. Aus der Demokratischen Republik Sudan. Russisch. Das ist aus Japan. Allein in diesem Depot Waffen aus aller Welt. Pass bitte etwas auf damit. Lass es einfach liegen. Es gibt zwei Arten von Waffendepots. Eines für Kleinwaffen, wie das G3 oder die Kalaschnikow. Und eines für Gegenstände, die explodieren können. Das Ding hier kann jederzeit explodieren. Dafür ist es da. So sollte man es nicht lagern. Oder Handgranaten und Landminen. Oh, da liegt ja eine Landmine. Was passiert dann mit den ganzen alten Waffen? Wir zerstören die kaputten Waffen. Ah, nur die kaputten. Eine funktionierende Waffe zu vernichten, ist hier immer noch unvorstellbar. Eine bessere Sicherung der Waffendepots ist schon ein riesiger Erfolg für die Leute des BIC. Gerade ist neue Munition aus Russland und China eingetroffen. Im Südsudan hat fast jeder eine Waffe. Die wurden während dem Krieg verteilt. Sie müssen verstehen, jeder im Sudan ist ausgebildet. Ausgebildet für den Kampf im Krieg. Die Regierung in Khartoum hat ihre Leute trainiert und wir im Südsudan auch. Deshalb hat einfach jeder eine Waffe in die Hand bekommen. Es gibt sogar Leute, die nicht mal gekämpft und trotzdem ihre Waffe behalten haben. Sie bewahren diese Waffen zu Hause auf. Die Verbreitung von Kleinwaffen im Südsudan nach dem jahrzehntelangen Krieg, ein unlösbares Problem in den Augen der Welt. Ein Leben ohne Waffen,
unvorstellbar für die Menschen im Südsudan. Wir nehmen 5 von ihren Kühen und geben ihnen dafür eine AK-47. Wir sagen ihnen, dass sie mit dieser Waffe ihre Kühe beschützen können. Und wir bekommen als Gegenleistung 5 Kühe, damit wir was zu essen haben. Das Beste, was wir für sie tun können, ist, sie mit den Waffen nach Hause gehen zu lassen. Verstehen Sie? So sind die Waffen in die Hände der Zivilisten gekommen. Der Sudan hat mehrfach bewiesen, dass er die Hauptquelle für die Verbreitung von Kleinwaffen im Südsudan ist. Sie nutzen ihre Rebellengruppen, ihre Streitkräfte im Süden und die Guerillas der People's Defense Forces. So ist der Südsudan zur Müllhalde für diese Kleinwaffen geworden. Gerade letzte Woche gab es einen Abwurf aus der Luft. Der Sudan hat Waffen und Munition aus der Luft über der Provinz Jonglei abgeworfen. Letzte Woche. Nicht diese Woche, sondern letzte Woche. Das haben wir bestätigt und viele unserer Quellen stimmen unseren Erkenntnissen zu. Wir können es beweisen. Sie können die Waffen jederzeit sehen. Während des Krieges hatten wir viele Landminen. Viele davon sind immer noch nicht entschärft. Die BIC-Mitarbeiter nehmen das Angebot von General Mawud an. Sie fahren mit Marshal Stephen Babanen, dem Leiter der Abteilung für Logistik und Waffentechnik, zu einem Militärstützpunkt im Norden von Juba. Das ist das Gewehr, hier die Munition. Woran erkennen Sie, woher die Waffe kommt? Die sind sehr schlau und entfernen alle Markierungen auf dem Gewehr. Aber wir wissen, dass sie vom Feind stammt, weil wir sie von den Rebellen erobert haben, die von der Regierung in Khartoum unterstützt werden. Die Waffen wurden aus der Luft abgeworfen. Die haben die Nummern einfach ausgefräst. Allgegenwärtig sind die Feindseligkeit und das Misstrauen gegenüber dem Sudan. Dort soll es riesige Mengen an deutschen Waffen geben. In dem nordafrikanischen Staat stoßen politische, religiöse und ethnische Fronten aufeinander. Afrika und die arabische Welt. Auch hier soll das Bonn International Center for Conversion dazu beitragen, die Verfügbarkeit an Waffen einzudämmen. Internationale Quellen sprechen von mehreren Millionen Waffen, bis zu 3 Millionen Waffen im Gesamtsudan, illegale Waffen. Wobei diese Statistiken natürlich letztlich Schall und Rauch sind. Das heißt, ich frage mich, wie man das wirklich erheben will. Was man sicher feststellen kann, ist, es gibt sehr viele illegale Waffen, aber wie viele das genau sind, weiß letztlich keiner, gibt es maximal Hochrechnung. Eine Konferenz zum Thema Kleinwaffenkontrolle in Khartoum. Waffen sollen aus dem Verkehr gezogen, die noch immer andauernden kriegerischen Konflikte entschärft werden. Der Vorsitzende der Entwaffnungsbehörde, Sulaf al-Din Salih, ist selbst ein Kriegsveteran. In unserem Land hat jeder den Horror erlebt, jeder Sudanese, egal in welchem Konflikt und auf welcher Seite. Als wir kämpften und mordeten, passierte das in jedem Haus. Entweder ein Familienmitglied, Nachbar oder Freund starb im Krieg. Also müssen wir unsere Leute im positiven Licht sehen, anstatt sie zu brandmarken oder als Mörder zu beschimpfen. Im Krieg waren wir alle Mörder. Der Krieg im Sudan bedeutet jahrzehntelanges Blutvergießen. In Darfur, Südsudan, Blue Nile, in der Sahelzone. Millionen Vertriebene und Tote.
Und wieder sind deutsche Waffen im Einsatz. Das deutsche G3-Sturmgewehr in einem der schlimmsten Konfliktherde der Welt. Die G3-Produktion hat in Deutschland und dann auch weltweit enorme Ausmaße angenommen. Man hat erstmal Länder beliefert, rund um den Globus. Und danach wurden Lizenzen vergeben, mit dem Ergebnis, dass die Bundesregierung mindestens 15 Nachbaurechte vergeben hat. Wenn man eine Weltkarte zeichnet, auf vielen Kontinenten verteilt. Und das Ergebnis ist, dass dieses G3-Gewehr bis zum heutigen Tage die Nummer 2 auf dem Weltwaffenmarkt ist. Hilfsmissionen werden aus der ganzen Welt entsandt. Sie sehen tagtäglich die Folgen der jahrzehntelangen Hochrüstung des Sudans. Es ist, glaube ich, überraschend zum Beispiel für die deutschen Bundeswehrangehörigen, die zum Beispiel bei den Vereinten Nationen Dienst tun, wenn man dann plötzlich einem Milizionär gegenübersteht, der genau das gleiche Gewehr trägt, an dem man selber in der Grundausbildung ausgebildet worden ist. Dann, das ist, glaube ich, der Moment, wo man sich dann fragt, ob nicht irgendwas schiefgegangen sein muss in der Rüstungsexportpolitik. Selbst hier in Darfur, wo Hungersnöte und andauernde kriegerische Auseinandersetzungen die Bevölkerung plagen, überall Waffen. Wir arbeiten heute sehr hart daran, die Waffen, die wir als Regierung der Zivilbevölkerung gegeben haben, wieder einzusammeln. Wir geben zu, das getan zu haben, und es ist eine Herausforderung, an der wir arbeiten. Wir fordern von den internationalen Partnern, dass sie uns helfen, damit wir die Situation in den Griff bekommen. Die Hauptstadt Khartoum ist die am weitesten entwickelte Stadt der gesamten Region. Der äußere Schein trügt. Der Sudan gehört zu den ärmsten Entwicklungsländern in Afrika. Schwelende Konflikte gefährden das Land immer noch. Aber auch im Büro des Inlandsgeheimdienstes bemüht man sich um eine friedliche Zukunft. General Abdel Aziz soll die Bemühungen der Regierung im Sinne einer verbesserten Kleinwaffenkontrolle deutlich machen. Das ist eine der Waffen, die im Sudan weit verbreitet ist. Es ist ein G3. Ein deutsches Gewehr, das ist für Zivilisten illegal. Die Waffe gibt es hier in großen Mengen, legal und illegal. So, kommen Sie bitte mit. Das ist das Büro für Kleinwaffen, dessen Aufgabe die Registrierung und Kontrolle der Waffen im Sudan ist. Gerade wird eine beschlagnahmte Maschinenpistole des Typs MP5 registriert. Eine Nummer wird auf den Lauf graviert und diese in ein Buch eingetragen. Die illegalen Waffen werden von bewaffneten Gruppen über die Grenzen des Sudans rein und raus geschmuggelt. Das ist ein profitables Geschäft. Das könnte eine chinesische Pistole sein. Das ist eine Kalaschnikow. Die kennt jeder. Das ist eine Makarow. Eigentlich russisch, wird aber in China gebaut. Das ist ein Colt, amerikanisch, Kaliber 45. Das ist eine belgische Brown. Und die hier ist spanisch. Es gibt das G3 im Sudan, das ist deutsch, die MP5 und das MG3. Und woher kommen die deutschen Waffen? Früher gab es viel Zusammenarbeit zwischen der deutschen und sudanesischen Regierung. Dadurch kommen viele Waffen hierher, die sind aber legal. Der Sudan ist nur eines der vielen Empfängerländer, die damals wie heute zu den schlimmsten Krisengebieten weltweit zählen. In den Sudan wurden ganze Lieferungen von Sturmgewehren geschickt, obwohl die deutsche Regierung wusste, dass die Waffen auf den Schlachtfeldern zum Einsatz kommen. Der Kalte Krieg wurde von beiden deutschen Staaten eben auch in solchen Ländern ausgetragen, wo der Kalte Krieg ein heißer war. Es ging da um Positionsgewinne, um politische Gewinne, um das politische Wohlwollen auf dem diplomatischen Parkett. Und dieses diplomatische Wohlwollen wurde mit Waffenlieferungen erkauft.
Trotz der Radikalisierung im Sudan und Einführung der Scharia als Gesetz wurden Waffen und Munition auf Rekordniveau aus Deutschland geliefert. Der Umfang betrug mehrere 10.000 G3-Sturmgewehre und zwar exakt so viele, wie damals die sudanesische Armee Soldaten hatte. Teil dieses Pakets war der Ausbau einer Munitionsfabrik in Shejera am Stadtrand von Khartoum, die bereits 1959 von der damals bundeseigenen Firma Fritz Werner aufgebaut worden war. Wie in Kolumbien kommt die Firma Fritz Werner ins Spiel. Unter der Leitung deutscher Ingenieure und mit Genehmigung der Bundesregierung baut das deutsche Unternehmen eine Fabrik auf. Deutsche Fachkräfte bilden hier aus und schulen die nächste Generation. So entsteht im Sudan eine Waffen- und Munitionsindustrie, die Kriege in der gesamten Region bis heute befeuert. Das Ergebnis? Waffen und Munition vagabundieren über den ganzen Kontinent. Diese Unterstützung im Verbund mit Ausbildungsmaßnahmen und vor allen Dingen mit der Erweiterung der Munitionsfabrik hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass der Bürgerkrieg im Sudan, vor allen Dingen im Südsudan, in diesem Maße eskalieren konnte. Military Industry Corporation, MIC. Die Geschichte der Menschheit bestätigt die wichtige Rolle und Überlegenheit der Sudanesen über viele andere Völker. Die Recherche im Netz zeigt, wie es mit der von Fritz Werner gebauten Fabrik im Sudan heute weitergeht. Die aus Deutschland übermittelte Technologie wird weiterentwickelt und quasi vererbt. Stolz präsentiert das MIC auf seiner Website neben Munition auch Maschinenpistolen MP5 und Sturmgewehre des Typs G3. Gleichzeitig bietet der Sudan die Waffen auf dem internationalen Markt zum Export an, wie diese Aufnahmen des sudanesischen Messestands auf der internationalen Waffenmesse IDEX in Dubai belegen. Aber die Waffen finden ihre Verwendung auch im eigenen Land, zum Beispiel in Darfur, wo die sudanesische Regierung seit 2003 militärisch gegen Aufständische vorgeht. Wenn die Waffen erst einmal produziert werden, lässt sich ihr Einsatz nur noch schwer kontrollieren. Das ist nicht nur in Lateinamerika und Afrika ein Problem, sondern auch in Europa. Polizeidirektor Klaus-Dieter Tietz reist nach Bosnien-Herzegowina. Auch hier war er als sogenannter Peacekeeper für die Vereinten Nationen im Einsatz. Ich bin 2004 zum ersten Mal dienstlich nach Bosnien-Herzegowina gegangen. Die Europäische Union führte hier eine Polizeimission durch, seit dem Jahr 2003, die sich im Anschluss an den Krieg, den es in Bosnien-Herzegowina gegeben hat, von 1992 bis 1995 so angeschlossen hat. Und die Aufgabe der Polizeimission war, demokratische Polizeistrukturen aufzubauen. Feststellen muss man natürlich, dass Bosnien-Herzegowina über eine horrend hohe Anzahl von Waffen verfügte. Kalaschnikows, Maschinengewehre, G3, also Sturmgewehre, solche Waffen. Muhamer Sec ist Kriminalkommissar in Sarajevo und war zusammen mit Klaus-Dieter Tietz im Einsatz im Südsudan. Sarajevo heute.
Die Stadt hat sich verändert, doch die Spuren des Krieges sind überall zu sehen. Ein scheinbar normales Stadtleben inmitten von zerschossenen Häuserfassaden. Die Straße vom Flughafen in die Innenstadt von Sarajevo war über Jahre als Sniper Alley bekannt, die Todeszone. Es hat zunächst mit Barrikaden angefangen. Dann wurde geschossen, gemordet. Und ich habe selbst miterlebt, dass so etwas passieren kann. Ich war 16 Jahre alt, als es begann. Anfang der 90er Jahre. Plötzlich ist Krieg im Vielvölkerstaat Jugoslawien. Aus Nachbarn werden Feinde. Alles veränderte sich schlagartig. Sie greifen uns an, wollen uns töten. Die Straßen sind Todeszonen. Die Opfer, Frauen, Männer und Kinder. Als dieser Konflikt begann, hatten insbesondere die Serben Zugriff auf die Depots der Ex-Jugoslawien-Armee und waren zumindest in der Anfangszeit sehr gut ausgerüstet. Die bosnische Seite, aber auch die kroatische Seite, war zu Anfang des Konfliktes waffentechnisch deutlich unterlegen. Die Waffendepots der jugoslawischen Armee werden geplündert, die Waffen an Zivilisten verteilt. Waffen werden aus der ganzen Welt geliefert. Auch Muammer Sejic bekommt ein Sturmgewehr. 4 Jahre Krieg, dann kommt der Waffenstillstand. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Endlich wieder Frieden und man kann irgendwie mit seinem Leben weitermachen. Versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Seitdem arbeite ich als Polizist für mein Land. Es gab Unmengen an Waffen. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie man mit den Waffen umgehen soll, weil wir nach 4 Jahren unter Waffen wirklich genug davon hatten. Letztendlich bekommt man nichts außer Schmerz, egal auf welcher Seite man steht. Mindestens 100.000 Menschen wurden in diesem Krieg getötet. Auf den Grabsteinen liest man 1992, 1993, 1994, die Kriegsjahre. Ein Krieg mitten in Europa. Heute scheinen die Wunden verheilt, aber unzählige Menschen leiden immer noch unter den Folgen dieses Krieges. Eine andere Realität. Waffen aus aller Welt werden heute legal nach Bosnien-Herzegowina importiert und sind im Handel erhältlich. Neue Waffen liefern wir ein aus Österreich, Kroatien, Griechenland, Spanien, Belgien. Deutschland dürfen wir nicht, wegen dem Embargo, das noch immer steht. Was uns leid tut, da Walter und Zigsauer und Heckler Koch sehr gefragt hier sind. Aber es ist schade darum, dass wir die nicht einliefern dürfen. Im oberen Stockwerk hält der Händler Waffen für Polizei und andere Behörden bereit. Doch nicht einmal hier dürfen deutsche Waffen verkauft werden. In Serbien und Kroatien kann man importieren, aber wir als kleines Land können es nicht. Wir haben keine Walter, keine Heckler und Koch, nichts. Es gibt andere Wege für leichte, kleine Waffen, also Pistolen für den Zivilmarkt. Beispielsweise kauft ein kroatischer Händler eine Walter und verkauft diese Waffe an uns weiter. Dann kostet die Waffe aber nicht mehr 500 Euro, sondern 1000 Euro. Musik
Im Besitz des Waffenhändlers ist auch diese Munitionsfabrik in Goraste. Von hier aus wurden die bosnischen Kämpfer während des Krieges mit Nachschub versorgt. In den Fertigungshallen arbeiten über 900 Mitarbeiter an der Produktion unterschiedlicher Kaliber. Seit mehreren Jahrzehnten leitet der Ingenieur Hassan Taftu die Fabrik. Momentan produzieren wir 4 bis 5 Millionen Schuss Munition im Monat. Hier im Land setzen wir recht wenig ab. Unsere Abnehmer sind hauptsächlich in Europa, Deutschland, Polen, Frankreich, aber auch Südamerika, eigentlich in der ganzen Welt. Und auch die Munitionsfabrik in Bosnien-Herzegowina ist mit deutscher Ingenieurstechnik ausgestattet. Eine der wichtigsten Maschinen des Werks zur Befüllung der Patronen wurde vom deutschen Unternehmen Fritz Werner hergestellt. Diese Maschinen stammen ursprünglich aus Deutschland, sind aber schon seit 1983 hier im Land. Auch aus Belgien haben wir Maschinen, die stammen alle noch aus der Zeit vor dem Krieg. Und dann haben wir auch neue Technologien, mit denen wir arbeiten. Wie im Sudan sind auch in Bosnien-Herzegowina nach dem Krieg viele Waffen in die Hände von Bürgern gelangt. Das Innenministerium ist nun für die Entwaffnung zuständig. So the people here sitting are entitled to make decisions on. Der Besitz illegaler Waffen in Händen unserer Bürger ist eine große Gefahr. Und der Schmuggel über die Grenzen ist ein regionales, aber auch länderübergreifendes Problem. Leider haben wir in den letzten 2 Jahren einen Anstieg der illegalen Waffen verzeichnet. Es geht hier um 300.000 Waffen. Insgesamt gibt es etwa 750.000 illegale Waffen im Besitz unserer Bürger. Und das bei 3,8 Millionen Einwohnern in Bosnien-Herzegowina. Das bedeutet, dass jeder 5. Einwohner dieses Landes eine illegale Waffe besitzt. Illegale Waffen, ein immer größer werdendes Problem in Bosnien-Herzegowina? Der Leiter des Zentrums für Sicherheitsforschung in Sarajevo, Armin Kralic, sucht nach den Ursachen. Wir gehen davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass sich Kroatien auf den Beitritt zur EU vorbereitet hat. Da geht es ja um Geld. Hier bekommt man ein Gewehr für umgerechnet 150 bis 200 Euro. Auf dem europäischen Markt ist es ja viel, viel teurer. Da reden wir von 2.000 bis 7.000 Euro. Sie haben sich dann schon mal diese Waffen besorgt, um darauf zu warten, dass sich die Grenzen zu Kroatien öffnen und man die Waffen dann schön weiter in die Länder der EU verschieben kann, ohne jede Kontrolle. Keiner kann sie stoppen. Im Innenministerium werden Strategien entwickelt, um die Verfügbarkeit der Waffen im Land in den Griff zu bekommen. Doch der gute Wille scheitert schon an der Gesetzeslage. Unser Problem hier in Bosnien-Herzegowina ist, dass wir keine Waffengesetze auf Landesebene haben. Leider haben wir momentan 12 verschiedene Gesetze zum Thema Waffen. Waffenscheine, wann man Waffen bekommt, wann man sie tragen darf und so weiter. Da es kein Gesetz gibt, das überall gilt, wandern die Kriminellen von einem Kanton zum anderen und entgehen so der Strafverfolgung.
In Bosnien-Herzegowina kann jeder, der eine illegale Waffe besitzen möchte, eine bekommen. Die Polizei versucht natürlich dagegen vorzugehen. Aber in Anbetracht der großen Mengen an Waffen, die wir hier haben, ist das eine sehr schwere Aufgabe. Dabei hat man das Problem eigentlich schon bald nach dem Krieg erkannt. Es wurde damals SIPA gegründet. SIPA ist das Gegenstück, wenn man so will, zum Bundeskriminalamt. Also eine Behörde mit Ermittlungsbefugnisse im gesamten Land, egal ob in Srpska oder in der Föderation. Ein Polizeivideo zeigt den Einsatz der Spezialeinheit der SIPA gegen einen Waffenhändlerring. Ein ganzes Depot von Waffenschmugglern wird sichergestellt, bevor die illegalen Waffen verschoben werden können. Ziel der Waffen sollte ein europäisches Land sein. Aus ermittlungstechnischen Gründen darf der Leiter des Dezernats für Waffenkriminalität nicht erkannt werden. Das sind meistens kriminelle Banden. Sie benutzen häufig Mietwagen oder auch normale Warentransporte, in denen sie dann regelmäßig Waffen verstecken. Was sehr häufig vorkommt, ist der Schmuggel in Fernreisebussen. Da sind die sehr kreativ in ihren Aktivitäten. Sicherstellungen der SIPA innerhalb weniger Monate. Ein Beweis für die großen Mengen an Waffen, die in Bosnien-Herzegowina vorhanden sind. Ich habe in Bosnien-Herzegowina gesehen, wie es gelingt, Waffen zum Beispiel aus einem Land, wo es eben diese Verfügbarkeit gab, herauszubringen, die dann irgendwo verschwinden, um dann möglicherweise in einem anderen Konfliktgebiet wieder neu aufzutauchen. Klar, man muss versuchen, diese illegalen Wege dicht zu kriegen und das eben auch zu regulieren, aber man muss auch die Menge einfach stoppen. Man kann nicht einfach glauben, dass man irgendwohin Waffen liefert und die werden dann nicht benutzt. Das Frappierende ist, dass diese Politik heutzutage weitergeht und die gleichen, wenn man so will, Sünden wiederholt werden. Das heißt, hier kann man sich nicht aus der Affäre ziehen und sagen, aber wir haben nicht gewusst, was mit diesen Waffen passiert. Noch hat keine Regierung die todbringenden Exporte unter Kontrolle gebracht. Und so werden deutsche Waffen auch weiterhin in allen Konflikten der Welt zu finden sein.